Kommt. Danke, dass ihr alle heute hier seid. Ich freue mich sehr, mit euch heute den Platz zu füllen. 1. Mai, Kampftag der Arbeiterbewegung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften hatten in Rostock zur großen Mai-Kundgebung aufgerufen. An vielen Wahlkampfständen beim Kastanienplatz im Barnsdorfer Wald konnte sich vor den anstehenden Kommunal- und Europawahlen jeder ausführlich informieren. Für viele Menschen ist der 1. Mai immer noch von großer Bedeutung. Ich liebe die Demokratie. Ich bin glücklich, in einem wiedervereinigten Deutschland leben zu dürfen. Wir haben ihn damals Feiertag genannt. Feiertag, wo die Arbeiterklasse gefeiert wird, sozusagen gewürdigt wird. Entschuldigung. Und das finde ich wichtig, das sollte man aufrechterhalten. Ne? Kampftag eben für Tarif, aber auch für Frieden. Man muss einfach Stimme zeigen, dass man da ist und sich kümmern. Das ist aktive Demokratie, egal wie. Ich setze mich sehr oft ein in sehr vielen Dingen, bin ein bunter Vogel und so zeige ich das auch. Die traditionelle Demonstration startete 10 Uhr auf dem Doberaner Platz unter dem Motto mit Tarif und Bass gegen Hetze und Hass. Etwa 400 Demonstrierende machten sich auf den Weg zum Kastanienplatz. Daraufhin kam es zu einem Zwischenfall. Nach einem Stopp am Ostseestadion wurde die Rote Jugend Rostock von der Demonstration ausgeschlossen wegen antisemitischer Parolen. Etwa gegen 12.30 Uhr kamen dann auf dem Kastanienplatz alle anderen zusammen. Ja, wir leben in bewegten Zeiten und wir als Gewerkschaften haben natürlich auf die vielen Krisen, die es gerade in der Welt gibt, aber auch gerade vor Ort natürlich die Antwort, wir brauchen mehr Demokratie, mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und deswegen ist es so toll, dass heute so viele Vereine und Verbände hier sind, dass die Parteien da sind, dass wir heute zeigen, wir sind Demokratinnen und Demokraten, wir stehen zusammen, wir kämpfen gemeinsam für ein solidarisches Europa, für eine solidarische Stadtgesellschaft und haben natürlich unsere ganzen Arbeitspositionen, das heißt mehr Tarifverträge, gute Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und deswegen ist der 1. Mai immer ein klasse Tag. Der ist historisch wichtig, aber der ist halt auch für uns top aktuell und freuen uns hier, dass so viele Menschen einfach da sind. In den Redebeiträgen auf der Bühne ging es dem DGB-Regionsgeschäftsführer Fabian Scheller vor allem um eine angestrebte Tarifwende. Wir sagen, dass halt wir, wenn wir aus dem Lohnkeller Mecklenburg-Vorpommern raus wollen, dass das nur geht, indem wir endlich mehr Betriebe und vor allem mehr Beschäftigte hier im Land einfach unter einen Tarifvertrag bekommen. Weil Tarifverträge ja nicht nur mehr Lohn bedeuten, sondern Tarifverträge bedeuten in der Regel mehr Urlaub, mehr Freizeit, Sonderzahlungen, mehr Kündigungsschutz, verschiedene Regelungen. Also alles das, was bei uns für gute Arbeit steht, ist in der Regel in einem guten Tarifvertrag drin. Und das wiederum bringt Geld in Staatskessel, das bringt Geld dafür, hier die Infrastruktur aufzubauen und deswegen wollen wir, dass die Menschen hier endlich in Mecklenburg-Vorpommern gut und ehrlich für ihre Arbeit bezahlt werden. Alles wird teurer. Deshalb sind dem DGB ebenso Themen wie der soziale Wohnungsbau und eine Initiative für bessere Infrastruktur wichtig. Laut Scheller müssen Staat und Stadt mehr investieren. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger betonte, dass vor allem auch das Hotel- und Gaststättengewerbe ein Recht auf gute Arbeitsbedingungen hat. Sie stehe für ein gutes Leben in Rostock, die Demokratie sei aber unter Druck geraten. Klipp und klar sagt sie, die Laune ist schlecht. Wir merken in der Gesellschaft, dass die Stimmung sehr angespannt ist. Und das ist auch nicht verwunderlich. Ich habe da großes Verständnis für. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wieder anfangen, anders miteinander zu reden. Dass wir auch wieder lernen, unsere Meinungen auszuhalten, uns gegenseitig zuzuhören. Das ist ganz wichtig für die Demokratie. Naja, und als Oberbürgermeisterin wünsche ich mir natürlich, dass alle Rostockerinnen und Rostocker, wenn sie am 9. Juni zur Wahl ohne Schreiten, auch darauf achten, dass wir in Rostock zusammen arbeitsfähig sind. Ich brauche ja als Bürgermeisterin eine Bürgerschaft, mit der ich gut arbeiten kann. Ansonsten blockieren wir uns da gegenseitig. Das möchte ich für die Stadt natürlich nicht. Von daher hoffe ich, dass alle bei der Wahl auch ein Auge auf unsere schöne Stadt haben. Wir stehen vor vielen Herausforderungen, ob pro oder contra Einwanderung, dem Klimawandel oder der Digitalisierung. Nicht lautes Dagegenkrakeelen bringe uns laut Eva-Maria Kröger eine bessere Zukunft. Es sei jetzt wichtig, gemeinsam Lösungen zu finden für ein friedliches Zusammenleben. Die Veranstaltung am 1. Mai auf dem Kastanienplatz in Rostock war ein klares Zeichen für Demokratie gegen rechte Hetze.